Hallo, herzlich willkommen zu Vlogmas 2021, Hallo. Tag Nummer 7. Ja, da muss ich hier zwei Finger ranhalten, weil du hältst es so. Oder soll ich lieber so rummachen, wenn wir nochmal die Hand hin? Ja, du, So. ich würde auch mit der anderen Hand zeigen, aber irgendjemand muss die Kamera auch tragen. Ja, die Kamera trage ich jetzt, denn heute ist wieder an der Möhre, dürfen sie ranfassen und drehen. Heute darf ich die Möhre fassen. Ja. So, sie haben die Möhre gedreht. Was ist das? Achso. Ja. Was machen Sie da? Der Staubsauger war gefangen. Ah, der Staubsauger war gefangen. Also, wir So. haben was für die Wellis. Wir haben es gestern nicht vergessen, sondern die Wellensittiche haben es nicht aufgegessen gehabt. Und irgendwie scheinen sie das nicht zu mögen. Wir können das jetzt mal zeigen. Das ist das Erste, was wir machen Ja. heute. Weil. Aber heute haben sie einen Mineralstein bekommen. Das Vita-Mineralstein. heißt, der kann zusätzlich in den Käfig, weil das ist ja verdütet und nicht zum Naschen. Ich laufe mal vor. Hallo. Hallo, kleine Wellensittiche. Ja, also so oft. Komm, guck da nämlich, da ist nämlich noch die Körnerstange drin. Ja, die hängt ja jetzt seit 2 Tagen drin und die haben sie halt noch nicht angefasst. Also entweder mögen sie die Sorte einfach nicht, was jetzt doof ist, weil ich natürlich jetzt, ich habe es ausgepackt, ich weiß nicht, welche Sorte es war. Oder sie sind jetzt schon an Tag 7 einfach übersättigt von den ganzen Leckerlis. Das kann natürlich auch sein und wir wollen die natürlich nicht mästen. Also wir wollen, wenn sie dich im Vögel. Kalender ja, aber mästen irgendwie nein. Genau. Dann Und wir packen den hier oben rauf, würde ich sagen. Oben auf die Sachal, da klettern sie auch immer mal ab und zu rauf. Und dann können sie. wir müssen den Wir müssen festmachen. ihn Also, festmachen. ja. Wie machen Aber wir den fest? Ich würde den erstmal da. Kann man den da reinklappen? Ups. ja, So. wir müssen den auch noch festmachen. Also, so geht's Naja, wir nicht. machen das nachher in Ruhe. Jetzt auf die Schnelle, das ist gehetzt. Das muss nicht sein. ja. Aber schauen, Wir wie können den lange sie Käfig. brauchen, um den Wir können den runterzuwerfen. Käfig aber offen lassen, dann können die nochmal rumfliegen heute. Ja, die waren heute aber schon Die drin. waren schon vorhin draußen, aber jetzt können sie nochmal raus. Okay. So, es geht weiter mit Vlogmas Genau, Adventskalender. hier. Bing! Ich glaube, der Müll ist voll, also. Ja, ich schieb den mal in die Ecke, dass den keiner sieht. Huch! Ja, das ist. Weg ist er! Machen eure Männer das auch? Was haben Sie? Oh! Nutricare Spülung Bio-Mandel, Bio-Argan. Das ist für Spülung für die Haare? Hab ich mal dran Nee, für den riechen. Po ist die Spülung. Was? Das ist eine Frage. Also, Spülung ist für die Haare. Naja, ich kenne auch Spülungen für die Haare. Ist in deinem Kalender dann drin? Möchtest du heute einen sauberen Po? Nein, ich möchte saubere Haare haben. So, darf Captain, ich den das Niveau Räuchermännchen? sinkt. Ja, bitteschön. So, wir müssen die 7 suchen. Wo haben wir sie denn? Da unten ist sie, da. Drücken Sie mal rein, was ist denn das? Wintertraum. Wintertraum. Riecht das auch nach Wintertraum? Nein. Nach was riecht denn das? Weiß ich nicht. Random einfach. Es riecht so leicht nach, nicht nach Zimt, aber nach irgendwas anderem. Nee, gar nicht nach Zimt, also null. Findest du? Ja. Ja, dann zünden Sie den mal an. Jetzt war die ganze Zeit mein Gesicht, glaube ich, drin zu sehen, weil ich die Kamera so doof gehalten habe. Ja. Und Osok hat mir letztens noch gesagt, ich soll darauf achten, dass die Kamera weit hier noch wegsteht, weil sonst sieht man meine Stirn nicht. Und es sieht doof aus, wenn das so nah dran ist. Und jetzt hat er das selber gerade gemacht. Ja, ich weiß. So, ich versuche mal das Räuchermännchen nicht draufzustellen. Vielleicht brennt er dann besser ab. Keine Ja, Ahnung. wir gucken das jetzt mal. Aber wenn es erstmal brennt, es riecht sofort sehr extrem. Also der Geruch ist schon gut. Ja, auf jeden Fall Ne? nach Also. irgendwie so holzig, Ja, und waldmäßig, alles halt Wintertanne. rauchig halt so ein Ja, bisschen, ne? Wintertannen, Tannenrauchwald, Ja. genau. Ja, Leute, ich mache die mal aus. Der So, dann Reinigung pausiert. setzen Sie sich schon mal Ich bitte. habe die Kamera auf ausgerichtet, dass wir uns. Ja. Wir sind jetzt wieder komplett drauf mit der Tür. Ja, Herr Usok. Es riecht aber auch. Ich möchte noch mal kurz noch mal gucken, wie das jetzt hier brennt. Jetzt brennt die Spitze richtig. Wir haben uns hingesetzt. Und mit was fangen wir denn heute an? Mit Oberschenkel, Knibbeldi-Bubbeldi und Streicheln und Liebhaben? Oder mit Kit-Kat? Adventskalender öffnen ist jetzt eigentlich dran, Nee, Herr Usok. eigentlich müssen wir sie füttern. Ich muss als erstes Ah, dafür. Als nom, erstes muss nom, ich sie nom. mit einem Erdnussriegel bestechen, dass sie heute den ganzen Tag lieb zu mir sind. Da brauche ich 2 Riegel für. Oha! Oha! Nee, 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 nee. So viel Riegel kann ich nicht geben. Außerdem wäre dann einer zu wenig da, weil die sind abgezählt. Die hatten ja schon abgezählt für dich. Deswegen beißen sie aber da rein. So. Mit kleinen Hapsis. Ja,
Ich drehe hier dran und sehe auch schon die richtige Zahl. Die ist hier auf der linken Seite. Oh, sag gedrückt. Nee, ich habe gerade hingeguckt und habe es direkt gesehen. Jetzt sind wir 20. Ja, aber hier ist die 7 und da müssen wir da mal reinkecken. Und was haben wir denn jetzt hier? Bratkartoffelgewürz. Mit einem Gesicht von der Oma drauf. Gewürzzubereitung für leckere Bratkartoffeln. Zutaten. Meersalz, Boxhornklee gemahlen. Koriander gemahlen. Knoblauch geraspelt in Pulverform. Paprikapulver, Zwiebel raspelt. Geräuchertes Speisesalz, Muskatnuss, Kurkuma, Fenchel, Kreuzkümmel, Chilipulver, Pfefferschwarz und Nelken. Ja. Boxhornklee mag ich alles. Sieht dann ganz gut aus, aber es sind halt wie gesagt auch 17 Gramm Zucker mit drin, damit es richtig schön drauf kleben bleibt. Ja, damit die schön dunkel werden. Jetzt ist was runtergefallen hier. Ah, Schoko, wo ist denn gefallen? Nein. Also Papier, okay. Dann haben wir hier unser Just Spice Gewürz. Also, wenn ihr mir nicht glaubt, hier ist die Oma drauf. Seht ihr das? Sehr gut. Weil die Oma Bratkartoffeln macht? Naja, die Oma macht immer Bratkartoffeln. So, dann haben wir als nächstes welchen Adventskalender, Schatz? Hier, erstmal Süßigkeiten. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten essen. Nom, 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 nom. Durch die Weihnachtssüßigkeiten kann man sich satt essen, was? Fettfuttern. Da kann man sich Fettfuttern von. Wo ist denn die 7? Wieder eine blaue. Hier oben, ja. Ich hab's entdeckt. Lindt-Weihnachtsmann. Also diese Lindt-Dinger hier, diese Baureihe, Fräulein, die ist nicht für Männer mit dicken Fingern. Da kommt keiner ran. So, was geht als nächstes? Lieblingszeit-Adventskalender-Buch für Paare. Da, stopp. Da hol ich mir noch meinen Kaffee. Ich habe noch Kaffee gemacht. Ich hab durch. Mein größtes Glück ist, imstande zu sein, zu lieben. Denn Liebe bedeutet Freiheit. Das ist sehr schön. Dankeschön. Gestaltet zusammen mit alten Zeitschriften eine Dankbarkeitscollage. Wenn ihr nicht das Passende findet, könnt ihr einfach eine Liste an Dingen zusammenstellen, für die ihr dankbar seid. Ich habe eine Liste, meine Liste ist vollständig, da ist nämlich ein Ding drauf, was ich brauche. Und das bist du. Weil ich dich lieb habe. Mehr brauche ich auch nicht. Was ist denn eine Collage? Eine Collage ist, wenn du aus Zeitschriften Sachen ausschneidest und die dann aufklebst. Das also die Buchstaben einzeln, so wie bei einem Entführungsbrief? Nee. Darf man das so sagen? Ja, also im Prinzip ist es auch eine Collage, ja. Also eine Collage erstellt man immer aus mehreren Bildern und das ist dann zusammen ein großes Bild. Ach so, okay. Ja, aber wir können ja mal aufzählen, wofür wir dankbar sind. Also ich bin dankbar dafür, dass ich dich habe, dass du meine Frau bist. Dass du mich lieb hast und dass ich dich jeden Tag in den Arm nehmen kann und küssen kann. Wir sind dir auch dankbar für unseren Vermieter, dass der uns hier wohnen lässt und dankbar für unsere Chefs, dass die uns bezahlen. Dankbar für den Kaufland, dass die uns immer so gute Angebote geben. Ja, ich bin dankbar dafür, dass mein Vati noch da ist und dass wir ihn ganz doll lieb haben. Und dass wir dieses Jahr auch Weihnachten mit ihm feiern. Dafür bin ich auch dankbar. Genau. Und ich bin auch dankbar um ein Wichtelpaket, was wir gestern abgeholt haben. Genau, es steht auch da. Da kannst du Wichtel die Wichtel machen. Ja. Wichtel die Wichtel. Ja, man kann für einiges dankbar sein. Und ja, dass das Auto fährt und nicht kaputt ist. Genau, fürs Auto sind wir natürlich auch, also für einen Autohersteller sind wir da dankbar und für den Verkäufer, dass der uns das verkauft hat. Ja. Und dass das Auto uns so gut fährt. Ja, das ist so krass. Ich habe überlegt. Ich bin auch dankbar für alle unsere Freunde und Bekannten. Und ja, und Familie. Für jeden. Also für jeden, der an uns denkt auch. Ja, ja, und wir sind auch dankbar für jeden Nachbarn, der immer meine Kaufsucht, die Pakete hier annimmt. Sind ja aber nur Kleinigkeiten, die du bei Amazon bestellst. 20 Mal. Okay. So. Frage, welche 5 Adjektive beschreiben deinen Partner gerade? Na, ruhig, entspannt, lieb, fürsorglich. Schmusig? Ja. Ja. Oh, du? Eigentlich siehst du glücklich aus. Glücklich, verliebt. Zufrieden. Zufrieden mit dem Juli. Ja, finde ich gut. Ja, das ist doch eine süße Sache. Das machen wir doch mit. Ja, dann haben wir als nächstes den was? Zero. Den Zero-Adventskalender. Dann müsste es hier beiseite gepackt werden. Zack.
Digital Detox für Anfänger, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Das funktioniert nicht. Wie viel Zeit verbringst du online und was bleibt davon übrig? Entdecke deine Umwelt mal wieder ganz, ganz analog. Ganz analog, ja. Uff. Heute kein Video. Entschuldigung. Hast du mal kontrolliert, wie lange du am Tag im Netz bist? Irgendwo in deinem Smartphone gibt es ein Tool, das kann deine Online-Seiten messen. Aber Achtung, hier musst du stark und mutig sein. Bist du schon bei 4 Stunden? Wir sind immer online. Wir sind 24/7 online einfach. Ja, außer wenn wir schlafen, dann sind wir nicht online. Dann schlafen wir online. Ja, aber Internet läuft trotzdem. Obwohl, ich habe schon mal einen Livestream gemacht, da habe ich mich beim Schlafen gefilmt. Überall gut. Das Ergebnis ist erschreckend. Ja, merkt man gerade bei uns. Aber schau der Wahrheit ruhig ins Auge. Wann hat das Ganze eigentlich angefangen? Eigentlich seit es Internet gibt, weil wir sind von Anfang an im Internet. Ich wollte gerade sagen. So alt sind wir schon. Ja. Als du deinen Facebook-Account eröffnet hast, als du dir vor 10 Jahren das erste Smartphone gekauft hast oder doch eher, seit du endlich auf Online-Banking umgestiegen bist. Inzwischen ist aus all der futuristischen Vision der allgegenwärtigen Vernetzung eine beklemmende Wirklichkeit geworden. Aber verpassen wir wirklich etwas, wenn wir nicht überall mitmachen? Also ja, wenn man online nicht mitmacht, dann verpasst man auf jeden Fall was. Vor allem Online-Banking, wenn man jetzt das Beispiel aufgreift, ja. Wenn ich das per Hand ausfülle und abgebe, dann kostet es halt einfach, ich sag's jetzt mal pauschal, 2 Euro. Ich meine, danke, deswegen habe ich ja meinen Job, den ich so arbeite, weil Leute das per Hand noch machen. Bin ich auch sehr dankbar drum für meinen Job, aber es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich würde halt persönlich dafür halt auch nicht bezahlen für eine Überweisung. Punkt. Ja, außerdem. Und am Schalter kostet es auch 2 Euro. Wenn die Schalterfrau irgendwas einrichtet für einen, kostet es halt auch was. Kann halt natürlich an meiner Bank jetzt liegen, aber das kostet halt einfach. Und online ist es gratis, man muss es halt selber machen. Ich finde aber, das Wichtigste ist dieser zeitliche Verlust. Du nimmst das Papier, du schreibst den Zettel. Dann musst du diesen Papierzettel nehmen, musst bis zur Bank laufen. In den Dingsbums werfen und wieder zurückfahren. Stell dir mal vor, die Bank ist dann 20 Minuten entfernt, dann hast du 40 Minuten oder 45 Minuten Zeit verbraucht, nur um den Zettel einzuwerfen. Ja. Auch jetzt bei der Post, also wir drucken alle unsere, wenn wir ein Paket versenden, das online selber aus. Genau, dass die Leute weil das nur einfach 2 Euro günstiger ist, als wenn es am Schalter landen würde. Und dann, online kannst du halt auch Preisvergleich machen. Ne? Stehst du im Laden, weißt du nicht, ist das teuer, ist das günstig, wie teuer ist es beim Edeka, wie teuer ist es beim Aldi oder wie teuer ist es bei Depot oder bei Teddy, weißt du alles nicht. Und online hast du das quasi alles auf einen Blick. Auch zum Beispiel, wenn man sich Flüge jetzt buchen möchte, da gibt es so ein Tool, da sind alle Flüge von allen Airlines aufeinander. Also ja. Die kann man wirklich eins zu eins vergleichen und sich die beste Verbindung, die günstigste raussuchen oder was auch immer einem da wichtig ist. Ich muss die Challenge jetzt vorlesen, Schatz. Ja, ich rede doch noch gerade. Wir haben doch genug Beispiele gebracht. Ich glaube, alle haben es verstanden, oder? Wenn ich in eine Filiale gehe und einen Urlaub buchen möchte, dann hat die halt nur die Airlines, mit denen sie zusammenarbeiten. Das heißt definitiv wahrscheinlich nicht den günstigsten Preis. Und dann ist online halt deutlich besser. Ja, halt aber auch Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram. Ja. Das ist halt einfach wichtig, weil man lässt sich so berieseln am Tag. Man schimpft immer so aufs Internet, andere sitzen aber 10 Stunden vorm Fernseher und da sagt niemand irgendwas. Ich wollte gerade sagen, und dann gucken sie, Bauer sucht Frau. Ja, ist ja so. Ganz ehrlich, da kann ich mit dem Internet, wenn ich 10 Stunden am PC sitze, so viel mehr machen und schaffen. Okay, jetzt lies. Jetzt, ich möchte die Challenge noch vorlesen. Also, Challenge 7. Nee, das wär's, oder? Achso, hast du doch gerade gemacht. Ja, möchtest du Challenge mitmachen? Geht. Challenge 7. Keine Angst, hier gibt es kein Handyverbot und kein Offline-Nachsitzen. Aber du bekommst ein kleines Zeitfenster geschenkt. Heute kannst du dein Always-On-Zeitalter entfliehen. Setz dich mit einem lieben Menschen zusammen, ohne auf dein Handy zu gucken. Machen wir häufiger. Vielleicht wollt ihr euch ja darüber unterhalten, wie es damals war. Mit Lexikon statt Wikipedia? Nein. Mit Walkman oder Discman? Mit VHS und Co.? Ey, das war ganz schlimm. Kennt ihr das noch? Man hat früher eine VHS-Kassette eingeräumt und in den Kassettenrekordern, da kamen diese Grisseln langsam auf dem Film, weil man das 10. Mal abspielt. Nee, ganz, ganz schlimm. Ja.
Wer Lust hat, kann alternativ auch einen Menschen anrufen, den er bereits vor der digitalen Welt gekannt hat. Hast du noch ein handgeschriebenes Telefonbüchlein? Nee, haben wir gar nicht. Eigentlich haben wir alle unsere Kontakte im Handy oder ich habe sie digital in meinem Google-Account angelegt. Ich habe viele Leute da gespeichert, weil ich das wichtig finde, dass man das behält, bevor man sein Handy verliert, weil dann hat man keine Kontakte mehr. Ja, so ein Backup haben wir natürlich online. Genau. Ne? Ja. Und Geburtstage informiert uns Facebook. Ja. Deswegen hat man Facebook. Genau, das ist die Geburtstagserinnerung. Da kriegt man immer so ein Ding, Achtung, Hans Wurst hat heute Geburtstag, schreibt doch einen guten herzlichen Glückwunsch. Hans Wurst, herzlichen Glückwunsch. Und dann schreibe ich Hans Wurst alles Gute zum Geburtstag. So, was haben wir denn noch, Schatz? Das kommt hier drüben wieder rüber. Ich hätte noch den Yoga-Adventskalender. Aber du hast den Backkalender gar nicht aufgemacht. Den ja, aber hier. Wir backen ja nicht. Aber darf ich trotzdem vorlesen, was auf der 7 steht? Nein. Oh. Das ist für immer und ewig ein Geheimnis. Das nehme ich mit ins Grab. Ach. Okay, der Yoga-Adventskalender. Liebe dich in Selbstmitgefühl. Ein freundliches Wort findet immer, immer guten Boden. Jeremias, Gott 11. Ein freundlich Wort findet immer guten Boden. Mhm. Der Schmetterling. Bist du auch oft sehr kritisch zu dir selbst? Manchmal kann es helfen, dich zu fragen, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest, wenn sie in deiner Lage wäre. Geh mit dir selbst genauso freundlich und mitfühlend um und sei nicht so streng mit dir, wenn etwas nicht läuft, wie du es gerne hättest. Atme tief durch, gönne dir die folgende Wohlfühlpause. Bring die Fußsohlen im Sitzen zueinander. Und lass die Knie nach außen fallen und die Hüften öffnen. Halte deinen Rücken gerade, streck die Arme Richtung gen Himmel, entweder schulterbreit oder mit aneinandergelegten Handflächen. Halte diese Position ein paar Atemzüge, ohne mit dem Rücken rund zu werden. Geh in dich und mach dir bewusst, was du diesen Advent schon alles geleistet hast. Also so, oh, so. Wir haben so ganz schön viel gemacht. Aber Juli, wir waren auf so vielen Weihnachtsmärkten schon. Wollen wir auf noch einen Weihnachtsmarkt? Ja, vielleicht. Kannst du die Füße auch näher zum Körper zusammen machen, so wie ich? Weil du hast so die Füße weit vorne zusammen gehabt. Nein. Ich hier, das können die Zuschauer mal gucken. Das geht nicht so weit hinten. Das ist nicht breit. Das tut mir weh. Das ist nicht. Hier, weiter geht's nicht, weil ich habe hier. Das ist der Knochen hier. Das ist der Hüftknochen. Der geht nicht weit genug. Das ist nicht weit genug gedreht. Aber ich kann mich doch mal gerade machen. So. Ja, dann wirst du aber auch niemals einen Spagat können, außer wenn das nicht besser wird. Da muss ich ja mehr üben. Dann müssen sie mit mir zusammen Spagat üben. Finden sie das gut? Das heißt, sie machen die Beine breit und ich drücke von oben runter? So kann es natürlich auch sein. Ja. Ja. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Übung, weil man geht mit sich selber immer ein bisschen strenger um als mit anderen. Wenn eine Freundin irgendwie ein Problem hat oder jemand macht irgendwas falsch und dann sagt man immer so, ja, ist doch kein Drama, ist doch kein Weltuntergang, passiert jedem Mal, ist doch gar nicht so schlimm und so. Mhm. Ja, und wenn einem selbst das passiert, also Ursache ist ja nichts peinlich, aber ich bin auch strenger mit mir persönlich als mit allen anderen Menschen. Das piept da drüben, ich muss mal kurz... Ja, das ist die Kamera. Ich habe gerade noch was kopiert und nicht ausgemacht. Und leider lädt sie nicht automatisch, wenn sie mit dem PC verbunden ist, sondern entlädt sich und dann piept es halt. Ja. So. Ich hab's aber gedingselt. So, wenn sie jetzt so liegen bleiben und ich mich jetzt hier lang mache, ja, dann kann ich mich hier rüberlegen. Ja, hallo. Hallo. Wir müssen noch was machen. Was denn? Den Tee-Adventskalender. Au ja. Den hast du noch nicht aufgemacht. Den müssen wir noch machen. Aber ich halte sie aber gerade fest und drücke sie runter. Ja. Okay. So, hier ist ihr Teebäumchen. Teebaum. Wir müssen ernten. Schneewunder, Kirsche, Marzipan. Ja. Cool. Da habe ich Lust drauf, Ursok. Den mache ich dir. Dankeschön. Ich habe schon Wasser heiß gemacht. Hier. Wie denn? Mit dem Wasserkocher? Ich dachte, du hast dem Wasser Komplimente gegeben. Ja, ich habe angetanzt. So. Also, wir haben heute wieder alles ausgepackt, haben wir einen Plan für heute, Ursok. Wollen wir
Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir doch gerne einen anderen Adventsmarkt, Weihnachtsmarkt uns noch anschauen sollen, nämlich den in Spandau. Den in Spandau? Ja. Hat der denn noch offen? Ja klar, in Berlin. Hallo, wir in Berlin, wir scheißen einfach auf alles. Unsere Weihnachtsmärkte sind geöffnet. Okay, dann könnten wir das natürlich auch noch machen. Das klingt natürlich sehr, sehr gut. Wenn du das möchtest. Und hier ist dein, hier hast du ho, 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 ein Ohrchen und da hängen die Haare dahinter. Ja. Aua, 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 aua. Reingeknabbert ins Ohr. Juhu. Ansonsten also könnten wir demnächst mal anfangen mit Tasche packen für unseren Kurzurlaub am Wochenende. Und ansonsten... Ja. Müssen wir noch was aufbauen? Müssen wir was vorbereiten? Müssen wir noch irgendwann einkaufen fahren für Weihnachtsessen? Ja, aber noch nicht jetzt. In einer Woche vielleicht. Was machen wir nochmal? Wir machen einmal Burger und einmal machen wir hier die Ente. Ente. Ja genau, ne, Gans ist das, glaube ich. Gente oder, Gente oder Ans? Hm. Ente. Kennt ihr das? Ente, wenn man Ente und Gans verwechselt und dann die vordersten Buchstaben vertauscht? Ja, das kennen die. Das haben die ja schon ganz, ganz oft miterlebt bei uns mit meinen Sprachfehlern. Ja, nee, können wir auf jeden Fall noch was machen. Ich finde das ganz, ganz gut. Jetzt sind wir aber für den jetzigen Moment erstmal fertig und dann schauen wir mal. Achso, hast du schon rausgenommen? Was denn? Den Fleischklops? Ja. Ja, Ozak möchte heute Pulled Pork machen. Und wir hatten ja den Fleischklops gekauft. Genau, vor 3 Tagen, als wir für den Fati mit einkaufen gewesen sind. Genau. Und dann waren wir eben am Kühlschrank und wir haben Elfi entdeckt, Leute. Elfi hat sich selbst eingefroren im Glas. Ganz ehrlich, Elfi, ich glaube, draußen ist es kalt genug. Es ist nicht notwendig, dass man sich hier noch reinsetzt. Ja, und dein Tee ist auch hier drüben statt. Aha, guck mal. Dankeschön. Der ist fast fertig, du brauchst noch 2 Minuten. Kann ich noch einen zweiten Teebeutel haben? Ja, du kannst noch eine andere. Was möchtest du noch haben? Schwarztee. Eine Schwarzteemischung? Okay, ja. Dann kommt der noch mit rein, dann kann der auch noch durchziehen. Ich mische alles mit Schwarztee, damit ich auch ein bisschen wach werde, weil ich auf Kaffee verzichte gerade. Elfi, was ist da los? Sollen wir Elfi auftauen lassen oder soll die wieder in den Tiefkühler? Ich glaube, wir lassen sie lieber auftauen. Ja? Oder willst du sie wieder in den Tiefkühler stecken? Das überlasse ich dir die Entscheidung. Ich glaube, Elfi mag es nicht, bewegt zu werden. Ich habe sie nicht angefasst, ich habe nur das Glas angefasst. Ja. Nicht, dass die Elfi-Magie verschwindet. Elfi wird schon einen Grund haben. Am Nordpol ist auch kalt. Genau. Ja, mein Tee nehme ich mit. Und meinen Teller nehme ich auch mit. Ich habe mir eben schon Mittagessen gekocht. Das ist Kartoffelbrei. Und zwar Hälfte Süßkartoffel. Und normale Kartoffel. Und ich esse gleich den Kartoffelbrei. Aber ich habe nicht so viele Hände frei. Und dann gehen wir erstmal eine Runde an den PC. Wo wir hier gerade so von Digital Detox sprechen. Ja, so. Aber jetzt zeigen Sie nochmal den Fleischklops, bitte. Hier, das ist 2,5 Kilo. Genau, das haben wir auch im Angebot, deswegen für 4,40 das Kilo. 11 Euro haben wir für bezahlt insgesamt. Ja, aber es sind auch 4 Mahlzeiten. Oder 5. Ja, wir haben ja das restliche Pulled Pork schon alles aufgegessen. Vom letzten Mal, ja. Ah, ihr müsst mal Pulled Pork probieren, das schmeckt unfassbar lecker. Ich habe die fertigen gekauften auch schon alle einmal jetzt mittlerweile ausprobiert aus dem Supermarkt. Aber die Gewürzmischungen, also das Fleisch ist zart, ja, aber die Gewürzmischungen, die sagen einem nicht so zu 100% zu. Und wenn man es selber macht, dann ist es halt einfach immer lecker, weil man natürlich nur leckere Sachen reinmacht. Genau. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann bleiben wir vielleicht doch hier, weil das Ding ja irgendwie bis morgen im Ofen ist dann wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt. Wir müssen es, wir schauen, was wir machen. Okay, ich esse jetzt erstmal. Tschüss! Tschüss! Hallo, Ozak. Hallo. Ich mache wieder meinen Fleischklops fertig. Ich muss hier das ins Gewebe reinstechen und dann drücke ich einfach rein und dann sieht man, wie sich das aufbläht, weil da die Flüssigkeit mit dem leckeren Zwiebel, Knoblauch, Paprikapulver, leckere Gewürze, bisschen Zucker. Ich habe nicht genug Druck gehabt, warte kurz. Die war jetzt ein bisschen sehr dickflüssig, diesmal die Soße. Aber ich habe, das habe ich eben schon auf Instagram gesagt, vielleicht schaut ja Manuela und Uwe ja auch das Video. Ich habe das Paprikagewürz, was die beiden uns im Community-Paket geschenkt haben,
da mit reingemacht und das ist sehr, sehr gut geworden. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier nicht gleich alles rausspritzt. Nicht die. So, perfekt. Weil wenn man mit zu viel Druck das reinmacht, dann kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Aber das hatte ich schon mal in einem der anderen Videos erzählt. Ist nicht so schlimm. Irgendwann ist das Fleisch voll mit leckerer Soße. Huch, das meinte ich. Dann seid ihr wieder rausgekommen. Man muss ansonsten... Zack. Dort, wo noch was reinpasst, wird auch noch was reingemacht. Und reicht das für eine Portion? Ja, ja, eine. Nein, das ist natürlich wieder ein riesengroßer Klops, wo wir dann, weiß nicht, 4-5 Mal uns ein Mittagessen dann machen können. Andere Leute, die tauen sich ja sozusagen eine Pizza oder sonst was auf. Ich taue mir dann einfach mein leckeres Pulled Pork aus, was ich selbst gemacht habe. Warte. Mensch, so eine praktische Nadel. Ja, wer hat die denn mir bloß geschenkt zum Geburtstag? Dankeschön. Ja, damit das Fleisch halt nicht... Es geht... Das war nicht gut. Jetzt habe ich die Gardine getroffen, mit Tuch. Okay, da muss ich aufpassen, wo ich das noch reindrücke. Weitspritze, Osok. So, ich bin jetzt aber gleich fertig. Ich muss jetzt erstmal sauer machen. Das ist jetzt nee, mal. Lass einfach trocknen. Nein, was soll denn das? Die Gardine kann gewaschen werden. Ja. Das muss man hier machen. So. Unser Niveau ist sowieso gesunken. Wir können ja mal ein bisschen Real Talk hier machen. Also Kommentare kommentieren. Ach, da kam wieder einer. Ja, ja. Ja, da erzähl kam ein Kommentar und ich hätte wieder gerülpst, ja. Also ich rülpse, Osok rülpst, du rülpst und du rülpst und du da hinten, du rülpst auch. Ich weiß es ganz genau. Natürlich ist es ja so, dass wir nicht uns extra beim Rülpsen filmen müssen. Das ja verstehe ich auch schon. Ich gehe da auch schon direkt so in die Entschuldigungshaltung, ja, und hatte auch schon was fertig getippt so. Und dann lese ich mir den Rest vom Kommentar durch und da steht dann einfach sowas wie... Ja, also man könnte ja seine Rülpser rausschneiden, genauso wie wenn man am Essenstisch sitzt, dass man sich nicht die Nase schneuzt, sondern dafür auch rausgeht. Hallo? Hallo? Also, hä? Habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Also Real Talk, ich bin noch nie fürs Nasenschneuzen irgendwo aufgestanden. Ich meine, klar drehe ich mich beiseite oder so, um das zu machen, aber ich stehe nicht extra auf. Also, sorry. Und schon gar nicht beim Essen, wenn ich essen will. Also, außer ich sage auch mal was. Ich finde das irgendwie sehr, sehr komisch. So. Also, no hate. Nee, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich kenne auch in meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis niemanden, der dafür aufsteht. Also, laut Knigge, meiner Meinung nach, ist es das Unhöflichste, generell einfach aufzustehen beim Essen, wenn man noch nicht fertig ist. Oh, das ist natürlich auch ein gutes Argument. Ja, tut mir leid. Also, einfach so. Ach, Sie stehen einfach auf. Was ist das denn? Was soll das denn? Entschuldigen Sie, ich muss mich kurz vom Tisch entfernen. Ich muss mein Näschen schneuzen. Kommst du wieder, ist dein Essen kalt. Alle sind fertig. Ja. Nee, also ich meine, es ist wirklich so, ich muss meine Rülpser nicht filmen. Da habt ihr auch alle Rechte, das reinschreiben. Ist okay. Meinem Daily Vlog, wenn der halt eine Stunde geht, kann da halt auch mal ein Rülpser bei sein. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir können natürlich darauf achten. Also wir hatten früher mehr Rülpser drin. Kann ich euch auch mal verraten. Es sind schon weniger Rülpser drin. Und ich würde aber nicht fürs Nasenschneuzen aufstehen. Also habe ich noch nie gehört sowas. Ja, so, ich bin jetzt hier soweit fertig. Ich kipp den Rest noch rüber, den anderen Rest unten rein. Und dann mache ich da noch Senf wieder drauf als Schutz von oben. Wir kommen uns hier vor wie bei den Assis, weißt du, Osok? Was? Na, wie bei den Assis, dass wir einfach am Tisch schneuzen. Ja, ja, natürlich. Grüße gehen an der Stelle nochmal raus an meine Oma, die mir in ganz jungen Jahren mal ein Knigge geschenkt hat. Ansonsten... Habe ich nie durchgelesen, habe ich irgendwann weggeworfen. Was ich noch sagen möchte, ja. Das Einzige, wo es Sinn macht, sich beim Rülpsen zu filmen, ist, wenn man theoretisch ein YouTube-Video hochlädt, in dem man zeigt, wie man rülpst. Eine Rülpsanleitung sozusagen. Nein, wer würde denn sowas online stellen? Ich weiß auch nicht. Stellt euch vor, es gibt Leute, die würden eine Rülpsanleitung online stellen, wie man am besten rülpst. Das nicht aufgefallen? Nee, stimmt. Muss ich sagen, also meine Familie ist genau das Gegenteil. Also noch niemand ist jemals jemand aufgestanden. Es gibt aber wohl Leute, die aus der Familie, die eine Rülpsanleitung online gestellt haben. Wenn ihr mich ganz nett bittet und bettelt, kann ich es mal verlinken, das Video unten. In der Rülpsanleitung?
Ja, das kann man. Ich habe strengstes Verbreitungsverbot von diesem Video. Derjenige hat keinen Zugriff mehr auf seinen YouTube-Content und kann das deswegen nicht mehr löschen. Und das ist für immer und ewig einfach im Internet gefangen. Ja, also eher diese Art von Content kommt von meiner Familie. Das ist ja überlustig. Ja, wie passend eigentlich. Das ist mir gerade eingefallen so. Da gab es doch mal Aufbefehl, rülpsen und so. Ja, genau, ja. Die Anleitung. Ja, die Anleitung. Das Niveau ist wertiger Content. Der Familie Maurer. Oh, dankeschön. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt habe ich Ozak mitgedisst, weil wir sind ja verheiratet und ich hieß natürlich früher anders. Ja, aber danke. So, ja, fertig. Ich muss jetzt noch alles vorbereiten und in den Ofen reinmachen. Ja. Die restliche Soße hat er oben drauf gekippt und hier unten ist nochmal Wasser drin. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, dass ein bisschen Gewürz runtergefallen ist. Jetzt kommt das einfach für locker 10 Stündchen oder ein bisschen mehr in den Ofen. Bis es halt fertig ist. Den dort hinten. Wir haben natürlich nicht nur eine geile High-End-Spritze, wir haben auch noch ein Thermometer. Das werde ich auf jeden Fall nicht verpassen, wenn das Ding fertig ist. Und ja, genau. Ich denke, spätestens morgen kann es gegessen werden. So, vielleicht. Und außer wir können auch ein bisschen TikTok-Werbung für dich machen. Oh, das hast du. Fleischige Nachrichten, meine Freunde! Ich hab ein. Nom, nom, nom. Das Wichtigste sind die Beilagen ohne Beilagen. Also für die Leute, die es nicht wissen. Mit Brötchen ohne Brötchen. Darüber hast du dich besonders gefreut. Also für die, die es nicht wissen, ich habe einen TikTok-Account, da trolle ich nur. Das sind nur Spaßvideos, ja. Bitte nicht ernst nehmen. Ozak ist der Fleischien. Das ist sein TikTok-Name. Woher kommt das? Und er heißt ja, im richtigen Leben heißt er Julien. Das kommt aus dem Französischen, also nicht Julian, sondern Julien. Er heißt also Julien und aus der Endung Ien. Julien, Ien kann man alles machen. Zum Beispiel der Fleischien, der Arbeiterien, der Computerspielerien, Pultporkien, der Schlafien, der Autofahrerien. Aus jeder Situation kann man seinen Namen verhornepiepeln und das macht er selber natürlich am allerliebsten. Jetzt ist er der Händewascherien gewesen, das war aber nur so Katzenwäsche. Ja, ne? Ich war ja auch nicht so dreckig. Das Wasser drüber laufen lassen, fertig, reicht. Ich muss jetzt noch den Senf holen. Es ist der Senfien. Also ihr versteht das System, deswegen heißt sein TikTok-Kanal Fleischien. Da lädt er richtig feinsten Fleisch-Content hoch. Ja. Also wenn er eine fleischliche Mahlzeit isst, dann lädt er das auch auf TikTok hoch. Und also genau, keine Daily-Uploads, sondern halt immer dann, wenn es mal was Leckeres gibt. Ja, er filmt nicht alles. Ne? Also er isst natürlich dreimal täglich Fleisch, sonst wäre er der... Na klar. Naja, wenn er drei Mahlzeiten isst. Ne? Meistens isst er ja nur zwei Mahlzeiten, aber im Prinzip sind die immer mit Fleisch. Also ein bisschen. Es sei denn, ich habe irgendwas Vegetarisches gekocht oder Veganes. So, filmen Sie mal jetzt nochmal hier den Trick. Ja. Hat er jetzt noch Senf drauf gemacht? Hey, ist das Ihre Teigkarte für den... Ja, das wird ja auch gebacken hier sozusagen. Das ist ja ein Schweinenacken, der gebacken wird. Das reicht. Ja, heute Pulled Pork, morgen der Kuchen damit einstreichen. Kein Problem. Hausermaus. Easy. So, fertig. Aber wäschst du noch ab, ne? Ja. Kommt so ein Schrank. Wir hatten übrigens nochmal überlegt, wegen der Aufgabe vom gestern für unsere Nachbarn zum Verschenken. Aber ich habe nur das hier gefunden. Was sind denn das? Wäscheklammern für? Wäscheklammern, die brauchen wir nicht. Das könnte man wirklich verschenken. Ja, ich habe noch so klein Deko-Zeugs, was wir so haben. So Teelichthalter. Die hat Kaufland mal verschenkt, also wirklich verschenkt. Ja. Da habe ich auch, weiß ich nicht, so 20, 30 Stück mitgenommen. Da könnte ich mich auch von trennen. Von Teelichthaltern? Ja. Wir zünden noch nicht so häufig Teelichter an. Nein. Ist halt nicht so, ist das romantisch, wenn man sich ganz viele Teelichter anmacht? Oder? Na, auf Dauer auf jeden Fall teuer. So, ja. Schatz, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Also so eine schöne Kerze ab und zu mag ich schon mal. Ja, in der Badewanne, ich weiß. In der Badewanne immer, ja. Das ist meine Me-Time. So, jetzt seht ihr hier unseren Ofen. Da müssen wir ein bisschen rausziehen. Pulled Porkien.
80 Grad die ganze Zeit. Ja, der muss ja noch durchziehen, der ist ja noch gar nicht fertig. Nee. Also, das sieht sehr gut aus, der hat oben schon wieder so eine Kruste gebildet und der backt so langsam vor sich hin. Ich denke, dass der über Nacht noch drinnen bleiben wird und dann ist der morgen früh saftig und knaftig und fertig. Morgen und da früh? Freue ich mich. Ja. Enttäuscht mich das nicht jetzt? Naja, der muss ja mindestens eine Kerntemperatur von 95 Grad erreichen, sonst ist das nicht gut. Weißt du, wie das schneller erreicht werden würde? Jetzt kommt wieder der Trick mit dem Temperatur hochschalten. Nein, das klappt leider nicht. Das ist ein Low-and-Slow-Cooking-Verfahren. Mm. Wenn ich dich langsam und low und slow gucken würde, dann würde das auch lange dauern. Ich würde aber länger brauchen. Nee, also können wir leider heute Abend nicht mehr mampfen. Das ist halt, das dauert halt so lange. Man sagt immer, ich muss von der Seite nochmal reingucken, man sagt immer pro Kilogramm Fleisch ungefähr 5 Stunden. Hm. Ja, wir haben jetzt 2,5 Kilo, das heißt so 12 Stunden wird er schon brauchen. Das heißt, für mich bräuchtest du einen Monat. Das ist schon frech, Fräulein. So, raus aus der Küche mit ihm. Los. Ich muss den groß machen. Ja. Okay. Oh, aber es sieht weihnachtlich aus. Ich mag das. Ich auch. So. Also, was sagen Sie denn jetzt heute noch? Wir wollten uns jetzt nur noch verabschieden. Der Ozok möchte jetzt nämlich Computer spielen. Deine Freunde sind da? Der Jörndalf ist erschienen, also der Armin. Armin ist da. Armin ist mit seinem Führerschein hier rübergefahren. Ja, nein. Nach Berlin. Durch die Internetleitung. In einer Stunde. Ja, und dann ist er mit 170. Genau. Ja, ich wollte jetzt noch dieses Video hier an dieser Stelle beenden. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt einen freundlichen Kommentar und sagt mir, wie ihr das Pulled Pork findet. Gestupst. Eigentlich dachte ich, du beißt da rein, aber... Kann ich auch machen. Nein. Nein, genau. Und wenn ihr könnt, wollt, ja, ihr könnt. Ihr könnt hier kostenfrei abonnieren, ja, wenn ihr das kostenlos möchtet. Und damit könnt ihr mich supporten. Aber wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.